Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich komme heute wieder einmal zu euch, wie fast jeden Tag eigentlich. Und heute wollen wir uns mal diesen Stall hier angucken. Dieses Stallelement ist im Prinzip so weit, dass die Kaninchen hier auch leben können. Die sind ja gestern schon eingezogen, da habt ihr ja schon mal eine Info bekommen. Und die Rasselbande, hätte ich fast gesagt, die sind heute hier reingekommen. Ich habe die Großfamilie quasi umgelagert. Nun wohnen sie hier. Und ich will euch heute einfach mal diesen Stall hier vorstellen, so wie ich ihn gebaut habe. Er hat vielleicht so von den Grundmaßen, hat er eine Innenfläche von ein bisschen mehr als 2 Quadratmeter. Also diese Wannen hier sind 1 Meter mal 1 Meter, die Kotwannen, und dann ist hier nochmal ungefähr 3 Zentimeter oder irgendwie sowas Platz. Ich finde dieses Brett hier eigentlich ganz gut. Habe ich auch schon in den letzten Malen mit eingebaut und diesmal sind sie auch mit dabei. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, im Prinzip so ein Video zu machen, wo ich euch im Detail zeige, wie ich diesen Stall hier hingezimmert habe. Bei mir an der Kamera, das muss ich sagen, das habe ich schon das ein oder andere Mal im Video erwähnt, habe ich das Phänomen, dass irgendwie die SD-Karte plötzlich den Geist aufgibt. Und dann ist alles, was drauf war, nicht mehr drauf, weil ich dann die SD-Karte formatieren muss. Und dann ist im Prinzip alles weg, sozusagen. Und diesmal war es auch so, bedauerlicherweise. Und von daher hatte ich den ganzen Anfang nicht mehr. Und werde euch hier jetzt mal so ein bisschen in einem zusammenfassenden Charakter alles ein Stück weit wiedergeben. Ich denke mal, die Detailgeschichte wird kommen, wenn ich im Prinzip hier die ganze Reihe baue. Hier sollen ja 6 Stähle hin, ähnliche Bauweise wie hier auch. Also das ein oder andere werde ich hier tatsächlich auch ein bisschen anders machen. Aber jetzt so für diese Geschichte ist das absolut ausreichend. Ja, ich werde euch jetzt mal den Clip anhängen. Da rede ich auch so ein bisschen mit dazu. Ich weiß jetzt noch nicht an der Stelle genau, was da sein wird, aber ich versuche euch das mal so im Detail dann auch so ein Stück weit wiederzugeben. Und sehr detailliert wird das dann, wenn ich die anderen Geschichten, dann die anderen Stähle baue. Da nehme ich euch das dann, da gebe ich euch das dann ganz genau wieder. Ich hatte vor einiger Zeit und auch in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, immer wieder mal erwähnt, dass ich eine Bauanleitung für einen Kaninchenstall in die Welt schicken möchte, sozusagen an dich aushändigen will, könnte man so sagen. Und das möchte ich jetzt hiermit so ein bisschen tun. Das wird eher ein bisschen einen gewissen zusammenfassenden Charakter haben. Eine genauere Geschichte werde ich dann nochmal zu gegebener Zeit machen, wenn ich hier diese ganze Reihe hier im Prinzip hinzimmer. Also wie habe ich angefangen? Ich muss hierzu sagen, das sind alles so Sachen, die ich teilweise auch schon da hatte. Also ihr seht das Holz hier. Das wird einfach nur der Untergrund sein, wo die Kotwanne hinkommt. Das war mal an einer Wand als Dekoration sozusagen. Und das wurde nicht mehr benötigt und wollte eigentlich weggeschmissen werden. Aber dann habe ich mich doch dessen Holz hier angenommen, um vielleicht das nochmal irgendwann wieder zu verwenden. Und siehe da, ich konnte das quasi wiederverwenden. Das ist ganz normales Nut- und Federnholz. Das habe ich jetzt im Prinzip dafür verwendet. Nicht außen, weil ich wollte diesmal, dass es einigermaßen vernünftig aussieht, sondern einfach innen, weil innen brauchtest du auch Holz und da wollte ich jetzt nicht extra Holz für kaufen. Des Weiteren auch diese 2 Holzgeschichten hier. Das war mal, hier seht ihr dieses ganze Holz, Terrasse, auch ein altes Projekt, das dann übrig geblieben bzw. nicht mehr benötigt worden ist. Das habe ich dann auch hierfür verwendet. Ich habe jetzt von den Maßen her, weil die Kotwannen ja 1 Meter mal 1 Meter sind,
Sprich, zwei Kotwannen nebeneinander sind dann ja auch 2 Meter und ich wollte ganz gerne hier drinnen, ich weiß nicht, ob man das hier gut sieht, ein Holz haben, was so ein bisschen die ganze Geschichte hier trennt. Da kommt nochmal so ein anderes Holz drauf, so wie bei meinen aktuellen Stelen auch, dass sie im Prinzip so 2 Kammern da haben. Ich verspreche mir einfach dadurch, wenn die dann hier Unrat hinmachen, dass das Ding hier auch nochmal sauber ist. Eine Idee wäre vielleicht hier nochmal gewesen, 2 x 50 cm, sodass sie hier 2 Bereiche haben, wenn sie nachher hier einen Nestbau haben, dass das relativ geschützt ist und die kleinen Kaninchenbabys nicht rauskrabbeln und dann hier in der Gegend herumkrabbeln. Aber gut, diesmal habe ich das halt in dieser Art und Weise hier gemacht. Ich habe als erstes die beiden Etagen gebaut und habe hier ein Maß, weil ich ja noch dieses Holz dazwischen habe, von 2,3 Meter genommen und diese 2 Sachen hier zugeschnitten. Man könnte hier auch einfach ein normales Kantholz nehmen und erstmal wie so ein Rechteck hier hin machen, um dann diese Bretter da drauf zu montieren. Ich habe das jetzt so gemacht, 2,3 Meter in der Höhe oder in der Tiefe, wie du es möchtest, sind das dann 1 Meter. Habe dann 2 solche Etagen befestigt bzw. fertig gemacht, immer mit 2 Schrauben auf jeder Seite, damit das auch eine gewisse Stabilität hat, und hätte dann quasi so die 2 beiden Etagen fertig. Danach habe ich mir diese Füße hier abgeschnitten, auch das ist altes Tarastenholz, stabiles Kantholz ist es, Füße sollten immer stabiles Kantholz sein, und habe im Prinzip diese 6 Füße dort angefertigt und so einen kleinen Rahmen drumherum, also im Prinzip 2 Sechskantlatten mit A2 Meter, die ich dann hier einfach dran geschraubt habe auf beiden Seiten, und dann nochmal hier ein Kantholz mit circa 8 bis 9 cm, damit das hier nicht so rüber guckt, was ich auch an beiden Sachen gemacht habe. Und dann hatte ich im Prinzip 2 Elemente, also 3 Beine und ein Kantholz zweimal, und habe das dann damit verbunden, sodass im Prinzip der Fußbereich steht, also der Fußrahmen, wenn du es so möchtest. Dann habe ich das hier einfach da drauf gesetzt, also das ist ja so ein Element hier, eigentlich relativ einfach zu machen. Ich habe jetzt auch nochmal so ein Kantholz hier da drauf gemacht. So sieht das hier aus. Das ist auch 1 Meter. Alles, was so auf Länge durchgeht, habe ich versucht durchzubohren. Ist immer besser, sonst spreizt sich das Holz und dann passt das da nicht mehr. Warum habe ich diese Kantholzer gemacht? Die habe ich hier da dran gemacht, um nachher diese Bretter hier da dran zu schrauben. Ich habe dann extra nochmal vernünftiges Holz hier gekauft. Ich wollte das eigentlich nur mit Resten machen, aber ich dachte mir, komm, wenn schon einige zuschauen, dann soll das auch einigermaßen dann auch aussehen. Habe dann im Prinzip Holz gekauft, Nut und Federn, 2,50 Meter in der Länge, und habe sie im Prinzip halbiert. Somit hätten wir hier eine Höhe von knapp 61 cm, glaube ich. Hier kommt die 2. Etage drauf, das werden dann auch nochmal 4 cm sein, und von hier sind das dann bis hier oben ungefähr 59 cm. Wie habe ich diese Dinger hier montiert? Ich habe die einfach, nachdem das Teil hier schon auf den Fußrahmen drauf stand, hier einfach Bretter zusammengesteckt, dass es unten bündig ist, ne? Die untere Kante. Ich stelle das mal hier hin, so, dass das dann hier, diese Kante hier schön bündig ist. Und habe dann ganz oben im Prinzip auch nochmal ein Kantholz gemacht, 1 Meter in der Länge, dass hier quasi einmal schön bündig ist. Ne? Ich habe jetzt diese Nutenseite hier nach außen genommen, weil hier kommt ja nochmal, hier fehlen 2 Bretter, eins muss ich komplett nochmal schneiden, und habe dann quasi diese Bretter hiermit dann auch fixiert sozusagen. Dann konnten die schon mal nicht mehr weg. Was dann ja die ganze Geschichte so ein bisschen einfacher handelt, und habe dann im Prinzip von hier unten zur Unterkante hier 60 cm abgemessen. Hier ein Strich, da ein Strich, und dann habe ich dieses Holz auch hier dran montiert, das ist auch 1 Meter,
und somit war das dann stabil. Dann habe ich halt dieses Element hier genommen und das dann quasi hier befestigt, also vorher alles einmal durchgebohrt, dann hier dran einmal befestigt. Das würde im Prinzip hier so aussehen an diesen Dingern hier. Und somit ist es dann fest. Nachher werde ich nochmal die Schrauben quasi, also von der anderen Seite von hier, hier so durchjagen. Einmal die ganze Reihe, damit das Ding dann hier auch fest ist. Ne? Das gleiche auch mit da. Im Prinzip dasselbe, nur spiegelverkehrt. Man muss halt darauf achten, dass die Nut dann hier außen ist. Dann wollte ich nicht so einen riesen Teil hier rumhieven sozusagen. Und habe dann die einzelnen Bretter genommen. Alle hier einmal durchgebohrt. Ne, hier sehen wir, ich zeige euch das mal. Das ist im Prinzip dieses Brett hier, was hier einmal durchgängig hier ist. So, was einmal so durchgängig ist, das ist jetzt hier auf der Seite, hier sieht man das auch noch mal. Und habe die einzelnen Bretter dann hier so dran gelegt. Das war, da musste ich nicht so riesen Gewicht hochheben, sondern es ging dann ganz einfach. Alles durchgebohrt, mit zwei Schrauben komplett fixiert. Immer schön mit Wasserwaage, ne, damit das dann auch schön bündig ist. Und gestern war es halt zu spät, also konnte ich nicht fertig werden. Jetzt habe ich das nur mal provisorisch hier dran gemacht, damit im Prinzip das nicht umfällt. Ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Das Ding jetzt genommen und reingeschoben und jetzt werde ich das hier überall befestigen. Ja, vielleicht ein paar Fragen beantworten, die am Anfang gestellt worden sind. Und zwar hat völlig egal, so ist ja der Username, ein Gruß geht raus, dann einmal gefragt, wie hoch die Deckenhöhe ist. Also ich kann gleich, hoch, ja, die sind noch schreckhaft. Ich kann gleich sagen, dass der untere Stall ein bisschen höher ist als der obere. Der untere hat hier 63 cm in der Höhe, also von der Kotwanne bis dieses Teil hier. Der obere, da wollen wir mal gucken, weil die Kaninchen hier nicht stören. Der obere hat, der hat 56 cm, also im Prinzip von der Kotwanne bis zur Decke. Man hätte das auch auf gleiche Höhe bringen können, aber das habe ich einfach zu spät gemerkt. Von daher habe ich das dann auch so sein gelassen. So, der hat hier eine Breite, eine Innenbreite von 2 Meter, fast 3. 2 Meter und 3 Zentimeter. Und hat hier eine Breite von, müsste ja 1 Meter sein theoretisch, von 99,3 cm. Von daher gute 2 Quadratmeter, die den Kaninchen jetzt hier zur Verfügung stehen. Also als ich den hier gebaut habe, wollte ich den erstmal nur aus Recyclingholz, also das was ich sowieso da hatte, hinzimmern sozusagen, und habe hier auch schon einzelne Elemente genommen. Das hier war zum Beispiel Terrassenholz. Das ist mal von so einem alten Projekt übrig geblieben. Das habe ich jetzt quasi so als
Stütze, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Und dieses Holz hier, wo die Kotwanne da drauf ist, das war mal so lackiertes Holz, und zwar so der Wandverkleidung. Das habe ich dann jetzt einfach mal wieder verwertet und hatte überlegt, weil ich noch ganz viel so ein Feder- und Nutholz hatte, was so 60 cm ist, man sieht das so in den alten Stelen, ob ich das einfach mal so wieder verwenden kann. Könnte man theoretischerweise, also da hätte jetzt auch nichts dagegen gesprochen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie war ich dann doch der Meinung, lieber neues Holz dann zu kaufen und quasi in einem Stück. Sieht für mein Auge auch irgendwie besser aus. So, die nächste Frage von The Flying und auch völlig egal, hat auch nochmal bekräftigt, hier gerne eine Antwort haben zu wollen, ist die Frage, woher diese Kotwannen kommen. Und zwar habe ich die ganz elegant bei eBay bestellt. Wenn ihr da einfach mal Kotwanne eingibt, dann kriegt ihr eigentlich ganz viele Suchvorschläge. Und habe dann halt nach 100x100 geguckt, also Quadratmeter sozusagen. Und ich war relativ erstaunt, wie teuer die Dinger sind, denn diese Kotwannen waren ziemlich teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich habe sie mir dann jetzt einfach mal gekauft. Und zwar habe ich so ein 5er-Paket gekauft und dieses 5er-Paket hat 204 Euro gekostet plus 18 Euro Versand. Würde dann quasi pro Kotwanne knapp 45 Euro ausmachen. Also 44 ein bisschen zerquetschte. Das heißt, pro Kotwanne habe ich hier 45 Euro fast bezahlt. Und wenn wir mal gucken, das ist so ein Stall mit 4 Kotwannen in Summe, dann sind wir schon mal locker bei 177 Euro. Also nicht super günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich hier gerne haben wollen würde, ist eigentlich die Möglichkeit, auch aus diesem großen Stall hier eventuell auch zwei kleine machen zu können, also zweimal ein Quadratmeter. Und ihr seht, da hinten habe ich hier so kleine Holzelemente hineingemacht. Das ist noch nicht ganz fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte jetzt erstmal nur die hier rüber haben. Und zwar stelle ich es mir vor, dass hier irgendwann so ein Holz einfach reingeschoben werden kann und dann kommt hier wie so ein Haken quasi, dass man das dann hier festmachen kann. Und dann habe ich hier eine Trennwand, die ich innerhalb von 2 Minuten im Prinzip komplett ab- und aufbauen kann, so wie es halt benötigt wird. Ne? Manchmal kann man ja gar nicht so denken, wie es kommt, und plötzlich brauchst du ganz viel Platz. Und so habe ich dann immer die Möglichkeit, ohne jetzt großartig da irgendwie was hin und her bauen zu müssen. Und diese Geschichte hier, die Türen, die habe ich jetzt alle quasi mit so einem Gitter gemacht. Angedacht ist, dass auch hier so eine Platte hinkommt, aber da wollte ich schon irgendwie was Schickes haben, dass ich das hier einfach vernünftig reinsetzen kann, dann vielleicht so mit Haken runter machen kann, dass das quasi auch sichtgeschützt ist, falls ich dann mal einen Bereich haben möchte, und das werde ich definitiv haben wollen, wenn die Kaninchen quasi hier ihre Kindlein bekommen, quasi den Geburtsprozess einleiten, dass sie dann quasi wie so einen geschützten Bereich haben, blickdicht sozusagen. Ja, ich wollte es ein bisschen praktisch haben und für meinen Geschmack ist es ganz okay geworden. Ich hatte hier noch so Heuraufen übrig, die im Prinzip von oben nicht offen sind, sondern quasi wie so ein Halbkreis. Normalerweise setzt man sie direkt an der Tür, aber ich habe hier halt nochmal so einen Absatz dahin gemacht und hier kann man das dann rein und raus packen. Die hatte ich rein zufällig noch da, genauso wie auch diese Heuraufe habe ich jetzt hier einfach mal mit eingebaut. Ihr seht, die haben hier noch einen Trinknapf, den werde ich nochmal auswechseln mit einem vernünftigen. Sonst war auch nochmal die Fragen allgemein, was das Ding hier jetzt von den Materialien her gekostet hat. Also ich sage gleich von vornherein, man könnte es, wenn man wollte, auch wahrscheinlich günstiger machen. Nun wollte ich das für mein Auge auch ja nicht so stückelmäßig, sondern auch mit ganzen Brettern und sowas. Also musste ich die dann neu kaufen. Das ist Feder- und Nutholz aus dem Baumarkt. 2,50 Meter in der Länge, knapp 19 in der Breite, also in der Stärke,
und hier 11,5 cm in der Breite. Da kostet ein Bund, ich habe mir hier mal so einen schlauen Zettel gemacht, ein Bund kostet dort 24,37 € und ich habe jetzt 7 Bünde plus ein bisschen verbraucht. Wenn wir einfach mal 8 Bünde rechnen, dann sind das knapp 195 €, die ich hierfür dann blechen musste, bedauerlicherweise. Und natürlich auch so ein Kantholz hier. So ein Kantholz kostet 1,98 €. Davon sind ja auch die Türen hier gemacht worden. Und ich habe 20 solche Hölzer gekauft, A2 Meter, was dann ungefähr 39,60 € kostet. Habe aber nicht alle verbraucht. Und ich denke, die werden jetzt nochmal für ein späteres Projekt oder für die späteren Stähle hier verwendet werden. Genauso auch diese Scharniere, wo ich die Tür hier mit reingebaut habe. Da kostet eins knapp 2 oder 3 €, ich weiß nicht mehr ganz genau. 8 allein jetzt nur für den hier. Entsprechend sind halt die Kosten. Dann hatte ich hier dieses Gitterteil hier. Ein Drahtgeflecht, so nennt man das ja. So ein Drahtgeflecht hatte ich rein zufällig auch da. 50 cm in der Breite und 10 Meter in der Länge. Somit musste ich das jetzt nicht käuflich erwerben, sondern konnte das einfach mal verwenden. Aber wenn man das dann kaufen möchte, dann kostet das knapp 18,50 €. Und von den Schrauben will ich jetzt einfach mal nicht reden, denn hier wird eine Menge Schrauben verbraucht oder benötigt in verschiedenen Längen und Stärken und so weiter und so fort. Also wenn wir jetzt nur das Holz, was ich tatsächlich jetzt kaufen musste, die 4 Kotwannen, die ich kaufen musste, ohne Heuraufen und so weiter, dann kam ich jetzt auf einen Preis von knapp 412 €. Und ich muss dazu sagen, einiges hatte ich ja noch da, wie zum Beispiel jetzt diese Füße hier, die waren auch von so einem alten Terrassending hier. Ich habe im Prinzip an den Seitenwänden 10 Bretter. Und die Bretter waren ja ursprünglich 2,50 Meter und habe die im Prinzip halbiert. Somit 5 ganze Bretter verbraucht, also ein Bund sozusagen. Ich bin der Meinung, da sind 5 Bretter A250 drin, das gleiche auch hier. Hier sind 20 Bretter, also so einzelne Dinger hier, auch halbiert. Von daher ist der Stall jetzt so hoch geworden, wie er jetzt ist. Ich habe jetzt im Prinzip die Beine mit 40 cm bemessen. Ich finde, das ist eine vernünftige Höhe. Ich mag es nicht so gerne, wenn das so tief ist oder wenn das so hoch ist. So ist die Arbeitsfläche eigentlich ganz in Ordnung. Man muss das ja auch immer sauber machen. Und 1 Meter in der Breite oder in der Tiefe muss auch erstmal gereinigt werden. Und so empfinde ich das jetzt so für meine Größe ganz komfortabel. Das Ding ist jetzt in Höhe ungefähr, ich weiß nicht, 1,65 vielleicht. Vielleicht 1,70. 1,70 glaube ich müsste das sein in der Höhe. Und die Bretter hier habe ich dann halt auf 1,25 Meter geschnitten. Da die nicht genau 2,50 Meter waren, habe ich ein paar, die waren einen halben Zentimeter höher, die anderen einen halben Zentimeter tiefer. Aber letztendlich habe ich sie im Prinzip nur halbiert. So hatte ich keinen Verschnitt und konnte alles optimal dann auch verwenden. Holz ist schon relativ teuer geworden. Manche Sachen sind halt noch ein bisschen provisorisch, wie dieses Dings hier. Da kommt nochmal irgendwann mal etwas, was ich dann auch ganz schick finde. Hier habe ich so ein Holz dagegen geschraubt, damit die Türen hier auch vernünftig anliegen können. Da dieses Brett hier, ihr seht hier den Unterschied, die sind irgendwas mit 2 Meter, jetzt 24 mm, die sind 19 oder irgendwie sowas, von daher guckt da so ein bisschen was rüber. Und da habe ich jetzt hier einfach solche Scheiben genommen, damit das auch auf dieser Höhe ist und dann ist das da fest, das wackelt nicht, alles in Ordnung. Ja, also man kann sowas auch selber machen, ist halt so die Frage. Ich weiß jetzt nicht, was solche Stähle jetzt neu kosten würden. Ob man da jetzt sehr viel günstiger bei rumkommt, das weiß ich nicht. Aber es ist halt jetzt speziell individuell für meine Geschichten jetzt hergestellt worden. Also damit, denke ich mal,
kann ich mich gut beschäftigen. Von daher, wenn ihr da mal Lust drauf habt, macht das auch ganz gerne. Ich versuche heute so ein bisschen zusammenfassend einmal wiederzugeben, was ich hier gemacht habe. Nicht alles im Detail, weil wie gesagt, einiges ist jetzt auch gelöscht worden, bedauerlicherweise. Aber wenn ich hier diese Dinger hier mache und ich gehe davon aus, dass ich wohl immer so ein Zweier-Komplex hier machen werde und das Ganze dann dreimal. Also insgesamt werde ich das jetzt hier noch viermal bauen. Drei kommen jetzt hier an diese Ecke und einer kommt nochmal hier irgendwo da hinten hin, so dass ich dann auch genügend Platz habe. Ne? Und wie ich schon gesagt hatte, im Notfall trenne ich das hier elegant mit dieser Zwischenwand einfach ab. Da ist es dann stabil. Hier wird das dann irgendwie befestigt, relativ schnell und unkompliziert. Die Dinger, denke ich mal, werde ich irgendwie wie so eine Schublade hier rein nochmal stecken, dass das dann auch alles seine Ordnung hat. Ich habe quasi auch nochmal von außen das Holz bearbeitet mit so einer Lasur. Das hat auch nochmal 30 oder 40 Euro irgendwie gekostet. Und plus Pinsel und all sowas. Also so ein Kleinkram, der geht auch immer gut ins Geld, wenn man so viel davon braucht. Aber letztendlich ist es jetzt einigermaßen fertiggestellt, sage ich mal. Und am Anfang habt ihr ja gesehen, ist schon ein ordentlicher Klotz, der von außen zu sehen ist. Ich wollte das ganz gerne hier so ein bisschen hindrehen, sodass ich im Prinzip von hier nochmal aufs Haus gucken kann. Aber dann hätte ich jetzt hier im Prinzip weniger als einen Meter Platz gehabt. Und ich hatte jetzt nicht nochmal Lust auf so eine beengte Situation, denn auch allein das Saubermachen, hier gehst du schnell mal mit dem Feger durch. Im Prinzip wird die andere Stallgeschichte hier so enden, ne? Also zwei Platten, 1 Meter ungefähr wie hier auch. Das heißt, dass ich hier ungefähr 1,50 Meter dann auch Platz habe. Und das ist ja doch ein bisschen mehr als jetzt aktuell. Ne? Aktuell hatte ich ja eine Grundfläche von, ich weiß gar nicht, 2,50 Meter mal 2,50 Meter oder 3 mal 3 Meter irgendwie sowas. Von daher, das war schon ein bisschen nervig. Ne? Egal, wohin du dich drehst, hast du dich immer gestoßen irgendwie. Und ich hoffe mir hier, dass es doch ein bisschen freier ist sozusagen. Ja, die haben jetzt hier die erste Nacht verbracht. Scheint zufrieden zu sein. Heute Morgen war alles soweit in Ordnung. Er stellt sich hier erstmal ins Wasser. Ne, sie, das ist ja diese. Nun gut. Ja, ich hoffe, ihr fandet das einigermaßen informativ. Schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Abonniert gerne diesen Kanal, ist völlig kostenlos. Schreibt was in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.